Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu dem wohl aufwendigsten Video überhaupt auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seid schon im Titel und auch im Hintergrund. Wir sind hier im Fortnite am Start und ich habe einfach meine Handynummer als Fortnite-Namen drin. Denn im heutigen Video probieren wir einfach mal, dass mich irgendwelche Leute anrufen. Ganz egal wer, die können mir in WhatsApp schreiben. Ich habe mir extra sogar nur für das heutige Video und jetzt gönnt euch ein WhatsApp-Profil angelegt. Ich heiße in WhatsApp WiFAD und wenn man mir schreibt, Maschallah, Bruder, was? Profilbild 10 von 10, Junge. Ich sage euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum wir das machen. Ich habe mir extra eine neue Nummer gekauft, die eingerichtet. Extra noch ein anderes Handy geholt, wo das Ganze jetzt drauf läuft. Das ist halt nicht mein Haupthandy. Und Freunde, auf Real Talk, ich habe einfach mal Bock auf so ein Experiment. Ich werde einfach so ein paar Ründchen zocken mit anderen Deutschen, die dann halt meine Handynummer bekommen. Ich werde auch rangehen mit den FaceTime dies, das. Und dann will ich einfach mal sehen, was mit der Nummer passiert. Wird die rumgeschickt? Schreiben mir nach 2 Tagen 5000 Leute. Also das, was ihr am Ende vom Video seht, werde ich halt erst in so ein paar Tagen aufnehmen. Und dann will ich einfach mal schauen, was mit dieser Nummer passiert. Weil Real Talk, wenn ich die mal leak oder so, normalerweise habe ich direkt 1 Million Nachrichten nach 1, 2 Tagen. Und dann mal sehen, ob das jetzt auch so ist. Vielleicht ruft mich irgendein Hater an oder ich töte einen in der Runde, der ruft mich an und schreit mich an und keine Ahnung was. Deswegen, Freunde, lasst ja gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, würde mich riesig freuen, Freunde, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr mir schon so übel krank viel Mühe gebt. Und ganz, ganz wichtig noch am Anfang, nach diesem Video wird die Nummer nicht mehr aktiv sein. Das heißt, ihr braucht mir nicht mehr schreiben oder irgendwas oder anrufen. Ich werde nicht mehr rangehen. Wallabah! Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht langsam rum, wir starten rein und let's go. Moin. Hallo. Moin. Was geht, Mann? Bin ein bisschen dicht. Was bist du? Ein bisschen dicht. Ah, chillig. Das ist ein Stimmverzerrer. Das ist ein Stimmverzerrer, Bruder. Warum ein Stimmverzerrer? Anstatt sich hier aufzuregen, ruf mich mal lieber an. Das ist viel wichtiger, sag ich dir ehrlich, Mann. Wie viele Abonnenten hast du? Ich? 5. Nein, hast du nicht. Soll ich dir ganz ehrlich sagen, wie viele Abonnenten ich habe? Ganz ehrlich? 01779248743. Das ist die originale OG-Anzahl. Wie alt seid ihr alle? 17. Niemals im Leben, so weit 17. Niemals. Ja, ich bin Stimmverzerrer. Niemals im Leben, so 17. Der Wolf hat längsten Bart gefüllt, das ist Penis. Ohne Spaß. Was hat der? Den längsten Bart? Da hast du recht, Mann. Der hat einen richtig guten Bart. Ich hatte, glaube ich, 15 Euro auf meiner PS4. Und aus irgendeinem Grund, also ich habe einen Account, der ist schwedisch, musst du dir vorstellen. Und da ist halt irgendwie, die Währung heißt da SEK, also SEK oder so. Ich kann es nicht aussprechen ungefähr, also auf jeden Fall SEK. Ja. So, und da hat irgendwie dieses 5-Euro-Paket, ne, hat da nur 3 Euro gekostet. Und habe ich mir das zweimal geholt. Und dann hatte ich einfach 1500 V-Bucks, Digga. What the fuck? Da habe ich mir noch einen Skin gekauft. Ist wild, oder? Sehr ehrlich. Ja, wer? Walla Krise! Er will sagen, wer kommt. Ja! Nein, Spaß, Digga. Wie kommst du auf deinen Namen, Junge? Afif und dann noch irgendwelche Zahlen. Keine Ahnung, Digga. Ruf mich einfach an. Oh nein, ich verstehe es jetzt erst. Oh fuck, Alter. Jetzt muss ich aber auch ausprobieren. Jetzt muss ich das machen. Ich hab's jetzt verstanden. Weiß nur nicht den Namen nochmal von dem Typen, der GTA-Videos macht. Ich hab vergessen, wer er ist. Ja, ich will das mit anrufen. Also. Hallo? Ja, hallo? Oh mein Gott. Ach so, Ding. Ah ja, danke, ciao. Oh Mann, ich wurde gerade angerufen. Scheiße, ich hab lieber noch niemanden. Voll der Kacke, Alter. Da hab ich erst mal zurückgerufen. Ey, Ding, vergesst nicht später zu schreiben, ne? Wegen Zocken. Ja, kann ich machen. Perfekt. Aber ich zock halt nicht so oft Fortnite, aber also ja, ab und zu schon, wenn einfach, ich halt... Einfach schreiben, Digga. Kev auch gerne. Jeder, Junge. Kennst du einen Avive? Also Avive? Der ist gerade bei mir in der Lobby, Digga. Nein. Doch, ich rede mit dem. Glaube ich weniger, Digga. Ja, noch bitte? Mal. Und was für einer Lobby? Ja, auf Fortnite, glaube ich, spiel dir Fortnite. Ey, schick dem einfach meine Nummer, das passt, das gehört. Soll ich dir die Nummer von dem schicken? Kannst ja, schick rüber, soll mir schreiben, dann zocken wir eine Runde. Hey, kommst du an ganz kurz? Ja, ich denke schon, aber ich hab den wirklich angerufen, der geht wirklich auch ran. Irgendwie, schick dir mal die Nummer, Digga. Ja, ist kein Scam, Junge, hä? Ja, jetzt. Oh no, Cap ist tot. Er ist One-Shot, er ist Shieldbreak. Ja, let's go, hol uns schnell, scheiß drauf. Ja, nice, macht Sinn, Digga. Du bist korrekt, das muss man sagen. Das macht Sinn. Küss dein Herz. Oh shit, wir sterben jetzt. No, alle Frecken. Alle dead. Oh mein Gott. Ey Jungs, aber war eine schöne Runde. Ja, ey, wenn was ist, ruft einfach an. Ihr habt ja meine Nummer jetzt, ne? Okay, Freunde, erste Runde ist rum und einfach der Typ hat mich angerufen und schon sein Kumpel hat mich angerufen. Wir rufen einfach mal zurück. Hallo? Hallo. Was geht ab? Du hast mich gerade angerufen. Das glaube ich nicht. Dann halt nicht, Digga. Schade. Also ich weiß nicht, ob Ferdi mich jetzt komplett verarscht. Nein, Digga, Ferdi hat sich verarscht. Warst du gestern Abend drüben mit Jackie? Warst du noch draußen, ne? Was willst du von mir? Hä, hey, was willst du von mir, Digga, oder? Ja, was? Dings, aber wir sehen uns ja dann später, ne? Ey, Digi, wir hören uns, ne? Hau rein, Bruder. Alles klar. Ey, wir sehen uns, ciao. Schick Tschüss. Die Nummer ruhig hin, wen du kennst, alles entspannt, ciao. Bruder!
Oh shit, Freunde, das war die erste Random-Teams-Runde und ich wette, jetzt geht meine Nummer schon rum. Die werden die auch noch weiter rumschicken. Oh mein Gott, Junge, das war die erste Runde erst. Wir machen jetzt noch 3 Runden und dann gucken wir einfach, was passiert. Und dann lasse ich es einfach laufen. Aber egal, Freunde, nächste Runde und rein da. Hallo. Moin, moin, was geht? Gut. Dir? Nee, hallo, nee. Was geht? Immer nochmal, warte mal, red mal nochmal. Ja, hallo? Digga, der hat schon wie Trimax. Ja, Digga, wie Trimax, genau der bin ich. Grüße gehen raus. Ich hab oben meine Handynummer stehen, also wenn ihr Bock habt zu zocken, ruft einfach an, wisst ihr? Ey, was lad? Was ist denn Gewalt? Du bist ein Wife, du bist ein Wife. Doch, Digga. Du bist ein Wife. Alex, der Chemis, Rockrooter. Geht ab, Jungs. Ich liebe dich, Alter. Oh, ich küsse dein Herz, Junge. Das ist der. Ey, Ding ist. Doch, ja, okay, dann bin ich's halt nicht. Aber ich hab oben meine Handynummer im Namen. Ja, Junge! Jungs, ich hab meine Handynummer im Namen. Wenn ihr Bock habt. Ach, das ist der. Doch, wenn ihr Bock habt, ruft mich einfach an. Zocken wir ein Ründchen, machen wir auf den, wisst ihr? Ich schwöre, das wisst ihr nicht. Nein, ihr könnt die Nummer. Junge, ich hab doch gerade euren Namen gesagt, Digga. Was verbinde ich nicht? Der sagt mir meinen Namen. Oh, einer schreibt mir! Ich schwöre, da kommt gleich irgendein Stimmverzerrer, Digga. Nein. Jungs, Digga. Hä, Digga, wie soll er das faken, Digga? Ihr weißt, Epic ist anders, ihr Knechte, Alter. Ich kenn den doch. Ach was, Digga, da steht meine Handynummer im Namen, Digga, natürlich ist ein anderer Account. Junge, ihr macht irgendwie Späße, Digga. Nein. Ja, wir machen nur Späße, scheiß drauf, alles gut. Ich ruf gleich an, Alter. Ja, mach doch mal ein Video, wie wir drinnen sind. Ja, mach mal ein Video, wie wir drinnen sind. Ja, Digga, ruf mich an, ruf mich FaceTime an. Was für Video? Ruf mich WhatsApp an mit Video, Digga, ich geh ran. Hallo? Was? Ja, wir sind gerade in der vorderen Runde, Digga. Guck hier, kannst rangehen? Ah, ne, FaceTime geht nicht, ne? Digga, ist nicht fake. Natürlich, ja, es ist real, Bruder. Schreib mir WhatsApp. Ich schick dir ein Video, wo ich deinen Namen sage. Hau rein. Junge Leute, der ruft mit seiner Festnetznummer an. Da muss ich aber los. Ey, auch wenn ihr Kollegen habt oder so, ne, schickt die Nummer einfach rum. Jeder, der Bock hat zu zocken, soll mir schreiben. Das ist gar kein Problem. Leute, auf Realtalk wie mir das keiner glaubt, ne? Wife? Jo, was ist los? Ich find Denergy voll kacke. Digga, ich find Denergy auch voll kacke. Ah, jetzt. Es geht ab, Mann. Ey, nein. Ey, wir sind gerade da vorne drin, ne? Deswegen, ich muss mal rausspringen, ich bin im Battlebus. Zeig mal nochmal. Zeig mal nochmal. Ja, hier, Junge. Nein, dreh mal nochmal deine Kamera. Zeig mal, mit wem du spielst. Scheiße, wie spiel wirklich mit dir Deckisch. Was? Ey, das ist wirklich originale. Na, ey. Was? Ey, ruf mit Feister, das ist der. Der hat grad, ey, der hat grad den Bildschirm gezeigt, wie er mit uns zockt und. Ja, Digga. Hä? Wenn das. Ey, der hat mich rausgenommen. Ich war kein Spaß, Digga. Ich hab sein Gesicht gesehen. Sei ehrlich, Digga. Das war sehr schön, oder? Ja. Lüge. Ey, ich dachte, der macht Spaß, Digga. Ich mach das jetzt einfach. Okay, Freund, ich komm, der nächste ruft an. Der geht bei mir nicht ran. Hä, ja, der meint doch. Ich geh immer ran. Ich geh immer ran, scheiße, was du meinst, Digga. Perfekt. Ich schwöre, das ist der echte Leckmisch. Hä, normal, Junge. Bruder, ey, wenn das meine Kollegen sind, ne? Ey, nein. Okay, warte, ich muss kurz ein Bild machen, Digga, wie ich finde den Anruf, wenn, Digga. Ey, Vibe, komm, ich mach kurz ran nochmal. Oh, jetzt sieht man dich ja mal ganz, Digga, was geht ab? Und? Was geht? Oh shit. Okay, Freunde, die zweite Runde war auch erfolgreich. Jeder von denen hat mich jetzt einmal angerufen. Also insgesamt haben jetzt 6 Leute meine Nummer und der Typ aus der ersten Runde, Bruder! Was ist deine Mission, Junge? Er schickt mir kompletten Duden, Junge. Aber naja, Freunde, auch nach den Runden habe ich natürlich weitergesucht, super viele Teams-Runden gemacht, habe auch echt noch viele Leute getroffen und ich habe auf Realtalk angefangen, unauffällig auf meinen Namen hinzuweisen. Avifo. Okay. Was geht ab, Jungs? Wie geht's euch, Digga? Was geht ab? Ey, hallo? Moin. Moin. Na? Na, wie geht's denn heute? Ey, mir geht's richtig gut, Alter. Hoffentlich fällt euch nicht auf, dass meine Handynummer im Namen steht. Das wäre fatal, Alter. Okay, Freunde, dritte Runde und da kommt schon wieder ein FaceTime-Anruf. Ich geh ran. Was geht ab? Ja, Digga, was geht ab? Ey, ich muss mal, ich bin jetzt im nächsten Lobby, ja, ich bin mal weg. Ey, wir sehen uns die Tage, auch rein, Bruder. Ciao, ciao. Let's go, Junge. Hey, moin, Jungs. Mann, Leute, Tramix hier. Ganz genau, Mann. Wenn du Wife bist, dann fress ich einen Besen. Also. Ich bin 13. Ja, nee, ich bin nicht Wife. Aber hoffentlich fällt dir nicht auf, dass da eine Handynummer in meinem Namen steht. Das wäre fatal, Digga. Oha, Digga, jetzt wird hier per FaceTime-Audio angerufen. Was soll das denn, Junge? Ja, hä, du meinst doch FaceTime, aber man sieht uns. Ja, sieht dann los. Nicht. Du machst FaceTime-Audio, du musst FaceTime anmachen. Ja, ja, mach, dreh doch deine Cam um. Ja, okay, warte. Mach jetzt Moontour. Es geht ab, Mann. Ja, ist fake. Ja, ist klar. Ja, ist fake. Was geht, Digga? Ja, ist klar. Wie geht's dir? Gut, Mann. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund nochmal eingeblendet. Es wurde dann echt langsam mehr und mehr. Nicht wundern, die ganzen Nummern muss ich natürlich zensieren. Aber Real Talk, ihr seht es die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe so viele Runden gemacht, aber es macht jetzt langsam keinen Sinn mehr. Wir haben es jetzt inzwischen 23.46 Uhr und wirklich fast alle Leute sind pennen. Und ich will auch mal schlafen irgendwann.
Deswegen, Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ich denke eh, wenn viele Leute in der Schule waren, werden das eh erzählen und ihren Freunden dann die Nummern geben. Ich glaube, morgen sieht die Welt wieder anders aus. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, ich gehe jetzt pennen. Wir sehen uns morgen bei Tag 2 und let's go. Okay, Freunde, ihr seid schon. Wir haben jetzt den nächsten Tag und wir haben gerade 14.27 Uhr. Also alle sollten gerade von der Schule gekommen sein. Inzwischen haben wir sogar schon 3 neue Nummern geschrieben. Also die Nummer nimmt langsam ihren Lauf. Aber wir brauchen für heute eine andere Taktik. Gestern haben wir die ganze Zeit so auf korrekt gemacht. Schreibt mir dies, das. Heute werden wir richtig toxisch und arrogant sein. Also alle, die das Video jetzt im Nachhinein sehen, ich bin so nicht, Mann. Ich mache das nur, damit meine Nummer geleakt wird und die Leute richtig ausrasten und mir damit einen reinwischen wollen. Also Real Talk, ich werde jetzt mies arrogant sein. Und wer weiß, Freunde, vielleicht denken die sich dann, um mir ins Auszuwischen, geben die Nummer erst recht weiter. Wir starten jetzt einfach mal rein in die erste Teamrunde und jeder wird denken, ich bin der arroganteste, ne? Wir starten rein und let's go. Hallo. Moin, wie geht's? Guten Tag, mir geht's gut und dir? Alter, mir geht's auch gut, Mann. Moin. Es wird eine Teletrunde. Ja, ich bin der Beste. Es wird eine Teletrunde. Besser als hier. Das freut mich. Ja, okay, dann machst du jetzt 20 Kills. Hä, easy, wieder Runde. Mach jetzt damit, das ist schon gewonnen, das sieht man. Ja, das. Ich gewinne immer. Perfekt. Das wollen wir mal sehen. Oh, jetzt kommt der Loser. Ah, okay. Warum hast du deine Nummer da reingeschrieben? Ja, deswegen. Falls irgendwer rumstresst oder 1 gegen 1 will, soll er anrufen. Klepp ich den weg. Oha, Digga, wie schlecht. Er ist doch schon tot, oder was? Nee, das ist gelogen. Oh, Mann. A wife ist schlecht, das ist ein Soundboard. Ja, pass auf, ehrlich, rauchst du? Ich rauche, ja. Ja, ne? Ja, okay. Digga, was für Soundboard, Junge? Ruf doch an. Ruf FaceTime an, wenn du eierst. Na, ich ruf keine Noobs an. Du sollst ja nicht dieselbe anrufen, dass da gerade irgendwas verwechselt. Ja, du kennst ja YFAD, oder? Diese ja, YouTuber. Ja, kenn ich. Digga, er hat Soundboard, Digga. Ich liebe es, Digga. Ja, ja, Soundboard. Ich keine Ahnung. Ich bin geschäftliche Telefonate. Mit einem nach Fortnite-Runde. In der Fortnite. Oh, bei mir. Wo ist denn mein Mail? Warum seid ihr denn so schlecht? Ey! Ich weiß, es ist ein Faker Wife, ist dabei. Wife, du bist der Beste, aber natürlich, das wissen wir alle, ja. Jetzt gehen wir alle nach Tilted wieder. Nein, ja, Jungs, warte mal, ey, guck mal. Ist fett. Ja, Energy ist richtig fett. Aber, kurz. Ey. Schreib mir doch erstmal auf WhatsApp, Digga. Vorher ist super cringe, Alter. Oh, gut gemacht. Ich so am Carrying gerade, er Carrying. Oh mein Gott, wie schlecht, Digga. Ja, ja, wenn ihr 1 gegen 1 wollt, ruft einfach an, Digga. Ganz einfach. Ey, Jungs, war nur Spaß, ich nehm grad ein Video. Ich nehm grad ein Video auf. Du musst per Video anrufen, dann geh ich auch ran, richtig. Ey, okay, warte, dann geh ich auf Video. Guck, hier. Jo, moin, was geht? Ja, wahrscheinlich, Digga. Digga, als ob, Digga. ATL Blue Life, du hässlich. Ja, was beleidigst du den? Das ist mein kleiner Bruder. Hallo? Entschuldigung, nein, er hat mich vorhin auch beleidigt in der letzten Runde. Als ob du aber nochmal in die gleiche Runde gekommen bist. Bist ja auch ein Loser. Nein. Was geht ab? Ey, wenn was ist, schreib mir einfach, ne? Oben links in meinem Namen steht meine Handynummer. Nein. Doch. Falls was ist, einfach anrufen. Nee, ich hab kein Handy, also. Falls was ist, einfach anrufen. Ich hab kein Handy. Ja, falls was ist, einfach anrufen. Mutter, wir haben Handy, kannst du anrufen. Ja. Nee, mit Telefon. So, den ersten Kill gemacht, weil ich der Beste bin. Gut gemacht. Hab den zweiten Kill. Ja, aber du bist nicht der Beste. Das ist halt der Unterschied. Hab noch mal einen. Glück, das war ein Glücktreffer. Ich lass mich einfach nicht provozieren. Warum provozieren? Wie kommst du drauf? Wie fühlt es sich an, so mit dem Besten der Welt zu spielen? Chillig. Ja, ne? Nee, Spaß beiseite. Bin übelst berühmter YouTuber. Aber FAD. Nee. Trimax. Ja, Dings, ne? Also, wenn ihr Bock habt, ruft mich an. Oder meine Nummer habt ihr, schreibt mir ein WhatsApp, wenn ihr zocken wollt. Geh einfach aufs Luftschiff und dann zur Kanone. Oh mein Gott. Ah, schade. Oh Mann, ey. Ey, Jungs, ich mach grad einfach auf mies arrogant und nehm Video auf. Ey, Real Talk, schickt meine Nummer jedem, den ihr kennt, ne? Spam mich komplett zu. Boah, Leute, ich schwör's, tut mir so leid. Alle, die jetzt in dem Video vorgekommen sind, ich hab's nicht so gemeint, Mann. Ich komm gerade auf Real Talk rüber wie der größte, abgehobenste, keine Ahnung was. Aber, Freunde, es bringt was. Mir wirklich inzwischen wieder 6, 7 neue Leute geschrieben. Aber auf Real Talk, ich hätte gedacht, da geht mehr. Und aus dem Grund ziehen wir jetzt einen Joker, Freunde. Denn zum Ende des Videos will ich hier nochmal richtige Escalation, Freunde. Deswegen, ich mach jetzt eine Instagram-Story. Peace, Freunde, wer Bock hat zu zocken. Edit einfach den. Ist das meine Handynummer? Ich weiß es nicht. Naja, edit mich einfach. Oh shit, ich hab's gepostet, Junge. Jetzt wird's eskalieren, Junge. Okay, Freunde, vor einer Sekunde gepostet. Jetzt bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis der erste Anruf. Wir machen das Handy auf laut. Seit 10 Sekunden jetzt online oder 15 Sekunden. Okay. Ich guck mal, wie viele haben es schon gesehen. Jetzt haben schon 100 Leute. Es geht los. Oh mein Gott! Junge! Die Story ist, keine Ahnung, nicht mal eine Minute da. Hallo? Hallo? Was geht ab? Servus. Alter, moin, wie geht's? Ich hab einfach mal gedacht, probier's mal. Ja, chillig, Digga. Hat geklappt, würde ich sagen, ne? Ey, ich werd grad tatsächlich sogar nochmal angerufen. Keine Ahnung warum. Ich muss mal kurz rangehen. Ja, auch rein. Yo, was geht? Junge, mein Handy eskaliert komplett. Die Story ist seit einer Minute online. Ich werd dauerhaft angerufen. Moin. Ja, hallo. Hi, was geht? Was geht? Was geht, Mann? Ey, ich bin zwar gar nicht in
aber ich hab die Nummer auf Insta gesehen. Ich dachte, ich muss mal anrufen. Ja, chillig, Digga. Wie geht's dir? Alter, alles bestens. Bei dir? Stabil, Mann. Bei mir auch. Digga, Junge. Was geht dir ab, Junge? Ich werd 1 Million Mal angerufen. Ey, die Story ist wie lange online? 2 Minuten. Mein ganzes Handy ist komplett am Eskalieren, Junge. Okay, warte, warte. Ich muss die Storys löschen. Sonst, ich werde diese Nummer nie wieder in meinem Leben verwenden können. Junge, ich werde so oft angerufen, Bro. Moin. Was geht's ab? Was geht ab, Digga? Wie geht's dir, Mir geht's gut, Mann. Wie geht's dir? Auch gut. Ehre, Ehre. Mein Handy, ich kann gar nichts mehr machen. Ich werde die ganze Zeit angerufen. Oh mein Gott, warte mal. Ich mach Flugmodus rein, Freunde. Da seht ihr, was passiert. Die letzten 2 Tage war Chelo. Bro, es ist komplette Eskalation. Digga. Die Story war Real Talk 2 oder 3 Minuten maximal da. Ich werde 100 Mal angerufen. Ich werde 1000 Mal angerufen. Junge, ich kann mein Handy wegschmeißen jetzt. Es geht, es hört doch nicht auf. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wichtig, ich lass den Account jetzt noch ein bisschen da. Ich lasse die Nummer auch noch so 1, 2 Tage, wenn das Video online ist, da. Ruft mich an, mein Handy ist am Start. Bei ein paar Leuten werde ich noch rangehen auf Ehre. Und vielleicht sehen wir es ja dann. Freunde, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein. Und wichtig an alle, die im Video waren, ich küsse euer Herz wirklich überwiegend. Also wirklich fast nur korrekte Leute. Selbst wenn ich die beleidigt habe, so sind die korrekt geblieben. Deswegen, Kuss geht raus. Kuss geht raus, oder? Moin, Digga. Ey, Kuss geht raus, oder? Ja, Mann, Digga. Kuss geht raus. Der Kuss geht raus. Yes, I out of eyes trying to put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. Just, if you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer.